Hallo und herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 13. November. Ich bin Katrin Jakob und ich begrüße Sie an diesem, ja, besonderen Tag. Es herrscht Ausnahmezustand in Berlin nach dem großen Knall vor einer Woche, mit dem die Ampelkoalition geplatzt ist. Seit gestern wissen wir, am 23. Februar wird neu gewählt. Ja, und heute gab es dann den Startschuss für den Wahlkampf. Die erste Bundestagssitzung nach dem Crash, inklusive Regierungserklärung und einem Gastauftritt eines Bayern, der eigentlich im Bundestag gar nichts zu suchen hat. Über all das, den heutigen Tag, aber auch die Regierungskrise und deren Beteiligte, möchte ich heute hier im Podcast mit unserem politischen Herausgeber Berthold Kohler sprechen. Und welche Rolle Markus Söder gerade spielt oder spielen will, dazu hören wir unseren Kollegen Timo Frasch, der als Korrespondent in Bayern ganz nah dran ist an ihm. Ein spannender Tag, es ist spät, ich würde sagen, legen wir los. Bei mir im Studio ist jetzt unser politischer Herausgeber Berthold Kohler. Hallo, Herr Kohler. Hallo, Frau Jakob. Herr Kohler, ja, die große Regierungserklärung von Kanzler Scholz nach dem Ampel-Aus. Vielleicht war es die letzte Regierungserklärung, wenn er nicht wiedergewählt wird. Welchen Eindruck hat die Rede bei Ihnen hinterlassen? Ja, also man hat den Kanzler tatsächlich erlebt, wie, glaube ich, selten zuvor, nämlich tatsächlich als beinahe hätte ich gesagt lupenreinen SPD-Politiker. Also er hat ganz offensichtlich mit dieser Regierungserklärung den Wahlkampf eröffnet und sozusagen die reine sozialdemokratische Lehre präsentiert und gezeigt, wie er sein könnte oder sein möchte oder hätte sein mögen, wenn ihn die anderen Koalitionspartner nicht gebremst und auf einen anderen Kurs gezwungen hätten. Ich habe ihn noch nie so oft sagen hören, ich will, ich möchte das nicht mit mir. Also so entschieden war er selten zuvor in den 3 Jahren, die er nun Kanzler ist. Okay. Ja, bei der letzten Bundestagswahl lag er 2 Monate vorher auch noch weit zurück, hat die Aufholjagd geschafft. Was denken Sie, trauen Sie ihm das wieder zu? Also ganz offensichtlich traut er sich das zu. Ich glaube, das wird dieses Mal deutlich schwieriger, weil die Meinungen nach 3 Jahren Ampelkoalition in der Bevölkerung ja auch sehr, sehr fest und sehr eindeutig sind. Aber man hat ja auch schon gehört, worauf er die Schwerpunkte setzen will, nämlich auf soziale Sicherheit. Und ich glaube, er will nochmal die Rolle des Friedenskanzlers einnehmen. Das will er also ganz eindeutig auch nicht zum Beispiel Sarah Wagenknecht überlassen. Also das könnte durchaus auch verfangen, aber ich bezweifle, dass er den großen Vorsprung der Unionsparteien aufholen kann, die ja immerhin in den Umfragen doppelt so stark ist wie die SPD. Ja, okay, bevor wir jetzt über die Neuwahl sprechen, lassen Sie uns einmal zurückschauen. Genau vor einer Woche gab es den großen Knall, die Ampel ist Geschichte. Wie wird diese Regierung in die Geschichte eingehen, was meinen Sie? Naja, eindeutig als eine gescheiterte Regierung. Das haben im Grunde auch alle zugegeben. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also diese Koalition hatte, um es mit Giovanni Trapattoni zu sagen, die hatte schlichtweg fertig. Da ist nicht zusammengewachsen, was nie zusammengehört hat. Von Anfang an war klar, dass da 2 linke Parteien und eine liberale Partei miteinander zu tun haben, deren Weltanschauung, deren Staatsverständnis, deren Menschenbild zum Teil sehr unterschiedlich ist. Die haben zu jedem Zeitpunkt in unterschiedliche Richtungen gezogen und einen Fortschritt verfolgt, den sie jeweils als Fortschritt betrachtet haben. Das war aber kein gemeinsamer Fortschrittsbegriff. Und die Gräben, die zwischen den bestanden politischen und auch weltanschaulichen und programmatischen Gräben, haben die einfach mit Geld zugeschüttet, das gar nicht in der Staatskasse war, nämlich mit Krediten und auf Pump. Ja, und das ging so lange gut, in Anführungszeichen, bis das Verfassungsgericht dieser Methode der Koalitionsbefriedung einen Riegel vorgeschoben hat. Und den Zeitpunkt nennen die meisten als ab da ging's bergab, ne? Naja, auf jeden Fall konnten sie sich nicht mehr einigen. Herr Lindner hat ja heute relativ zutreffend gesagt, fand ich auch eine interessante Formulierung, wir haben im Kabinett am Schluss nicht mehr über dasselbe Land gesprochen. Also das Land ist immer ein und dasselbe gewesen, aber die Sichtweise auf das Land und die Probleme der 3 Parteien waren sehr unterschiedlich. Und er sagte ja auch, also wenn man sich nicht auf die Identifizierung, auf die Beschreibung der Probleme einigen kann, dann wird es ganz schwer, sie gemeinsam zu lösen. Das glaube ich, ist genau der Fall gewesen. Das war ja wirklich ein verrückter Mittwoch letzte Woche. Kann man sagen, hat
Trump vielleicht auch eine Rolle da gespielt bei dem Zusammenbruch unserer Koalition? Ich bin mal gespannt, ob ihm das einer sagt, dann wird er sagen, wird er sicherlich sehr stolz drauf sein. Tatsächlich hat ja der Bundeskanzler in seiner Wutrede am Abend eben ja auch Bezug genommen auf die amerikanische Wahl und er hat ja seinen Versuch, den Finanzminister dazu zu bringen, dem Überschreitungsbeschluss bei der Schuldenbremse zuzustimmen. Das hat er ja nun begründet mit der Notwendigkeit, der Ukraine weiterzuhelfen. Und da hat er Bezug auf den Ausgang der amerikanischen Wahl, also auf Trumps Wahlsieg genommen, weil allgemein ja erwartet wird, ob das eintritt, muss man sehen, aber allgemein wird ja angenommen, dass Trump der Ukraine die Unterstützung entziehen könnte, teilweise oder sogar ganz, um den berühmten Deal herbeizuführen mit Russland, den er ja versprochen hat, innerhalb von 24 Stunden zu Wege zu bringen, wenn er gewählt wird. Die ja um sind schon. Ja, da sind wir ja eigentlich dann auch schon beim Wahlkampfauftakt, den der Kanzler heute auch quasi eingeleitet hat in seiner Regierungserklärung, hat den Wahlkampf eröffnet und gleich eben auch das Thema Schuldenbremse direkt wieder aufgegriffen, an der die Ampel ja zerbrochen ist unter anderem, und hat seinen ehemaligen Koalitionspartner Christian Lindner angegriffen, der die Kürzung von Sozialleistungen ins Spiel gebracht hat, um die Schuldenbremse einzuhalten. Da hat der Kanzler gesagt: Eine Frage muss beantwortet werden. Soll die Unterstützung der Ukraine mehr als 12 Milliarden Euro im deutschen Bundeshaushalt finanziert werden, auf Kosten von Entscheidungen, die für die Zukunft unseres Landes notwendig sind? Meine Antwort lautet nein. Ja, also Scholz scheint voll auf das Thema Schuldenbremse zu setzen und damit in die Neuwahlen auch zu gehen. Ist das eine gute Entscheidung in Ihren Augen? Ja, die Schuldenbremse wird ein großes Thema sein im Wahlkampf, aber ein Thema wird natürlich auch sein, kann man die großen Herausforderungen, die Deutschland zu bewältigen hat, kann man das tatsächlich auf Pump bewältigen, kann man die den nächsten Generationen aufbürden, und das ist, glaube ich, auch ein zentraler Streitpunkt eben zwischen SPD und FDP auf der anderen Seite gewesen, dass das Ausweichen in die Verschuldung, die man hat es ja auch beim 100 Milliarden Sondervermögen oder bei den Sonderschulden für die Bundeswehr gesehen, das wäre gar nicht anders möglich gewesen, so kurzfristig. Aber auf der anderen Seite besteht natürlich eine Verlockung, alles eben durch Ausweichen in eine höhere Verschuldung zu finanzieren. Und da ist eben die Position der FDP gewesen und, wie ich finde, nicht ganz unbegründet, zu sagen, das kann man nicht dauernd machen und sozusagen die Last in die Zukunft verschieben, eben zu Lasten zukünftiger Generationen. Aber das wird auch die nächste Regierung, wer immer sie anführt, natürlich zu bewältigen haben. Das ist eine Riesenaufgabe. Einerseits aus dem großen Bundeshaushalt mit mehr als 400 Milliarden müssten sich eigentlich noch Gelder mobilisieren lassen, eben auch für die eigene Verstärkung der eigenen Verteidigungsfähigkeit und für die Unterstützung der Ukraine. Aber leicht wird das unter gar keinen Umständen. Und Scholz scheint da ja auch nicht von abzurücken. Aber wird es damit nicht auch schwierig mit der Möglichkeit einer großen Koalition am Ende, wenn er da so drauf beharrt? Es ist ja interessant, wenn man da auch die heutigen Reden gehört hat, also auch die von Mützenich. Also der Kanzler hat ja, wie gesagt, schon den Wahlkampf eröffnet und da auch sehr deutlich sich auch gegen Merz positioniert. Sein Fraktionschef, von dessen Gnaden er immer Kanzler war und jetzt erst recht immer noch Kanzler ist, mindestens die 3 Monate, war ja viel konzilianter gegenüber insbesondere Merz. Und ja, ich glaube, da rechnen beide Seiten damit, dass sie nach der Bundestagswahl möglicherweise miteinander eine Regierung bilden müssen. Mhm. Und klar, dann wird das ein zentrales Thema sein. Aber es ist durchaus möglich, dass auch die Union irgendwann mal zu dem Punkt kommt, dass nicht alles, was man aufwenden muss, für einen nächsten Haushalt und für die bevorstehenden Aufgaben, dass man nicht alles nur durch Umschichtung mobilisieren kann. Ein Thema, was da jetzt auch so mitspielt, wenn Sie sagen, wie Mützenich heute geredet hat, ist ja so insgesamt der Umgang miteinander in der Politik. Da wurde viel drüber gesprochen in der letzten Woche, gerade auch wegen der Art und Weise, wie Scholz der Öffentlichkeit den Rauswurf von Christian Lindner mitgeteilt hat. Das war ja ein Novum. Man hat in den Tagen auch öfter gehört, das hätte es bei Merkel oder ihren Vorgängern nie gegeben. Friedrich Merz ist heute Kanzler Scholz deswegen auch noch einmal scharf angegangen für seine öffentliche Kritik an Lindner. Ihre Rede im Bundeskanzleramt am letzten Mittwochabend, Herr Bundeskanzler, war eines Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland schlicht unwürdig. Er war unwürdig.
Jetzt ist es aber ja so, der emotionale Ausbruch des Kanzlers wurde durchaus unterschiedlich gesehen. Übrigens auch bei uns, da gab es durchaus unterschiedliche Meinungen zu, von endlich kamen mal Emotionen bis zu, das geht gar nicht für einen Kanzler. Wie haben Sie das gesehen? Ja, also ich finde, es hätte nicht so wütend ausfallen müssen, wie es dann ausgefallen ist und ja ganz offensichtlich mit Bedacht. Ja. Also ich fand ja die Formulierung interessant, ein spontaner Wutausbruch vom Teleprompter abgelesen. Auch bemerkenswert fand ich den Hinweis, dass ja offenbar 3 Reden vorbereitet waren im Kanzleramt für die 3 Fälle und gerne hätte ich die anderen beiden Reden gelesen. Also wie gesagt, die war kalkuliert, also es war kalkulierte Wut, wenn man das so nennen will. Das ist dem Kanzler offenbar, den man so ja eigentlich auch nicht kannte, den einsilbigen Kanzler, der nun plötzlich also sehr ausgeprägt seinen Zorn geäußert hat über den entlassenen Finanzminister. Aber ich glaube, man hat das auch als Anzeichen dafür nehmen können, dass es eben einfach menschlich am Schluss zwischen den Koalitionspartnern, insbesondere also auch zwischen Scholz und Lindner, schon sehr schwierig geworden ist. Ja, da wurde ja auch noch drüber geredet, ob das denn wirklich so verwerflich ist, sowas vorzubereiten und sich auf die verschiedenen Szenarien vorzubereiten, die ja auch nicht so überraschend kamen. Also deswegen denke ich, so eine Teleprompterrede, gut, kommt natürlich nicht so gut, wenn man da so wütend wird. Gut, jetzt ist die Vertrauensfrage noch nicht gestellt. Das wird Olaf Scholz, das wissen wir jetzt, erst im Dezember tun und haben seit gestern auch einen Termin für die Neuwahlen. Am 23. Februar wird also gewählt. Wenn es nach dem Wunsch der Union gegangen wäre, wäre das noch schneller gegangen. Scholz hätte heute schon die Vertrauensfrage stellen sollen. Das hat Merz auch heute nochmal betont. Ist der neue Termin jetzt ein guter Kompromiss? Hat man sich da zusammengerauft? Ich glaube ja. Also einerseits hat Deutschland überhaupt keine Zeit zu verlieren, wieder zu einer stabilen Regierung mit einer stabilen Mehrheit im Bundestag zu kommen. Die Herausforderungen sind bekannt. Trump, ante portas, wird am 20. Januar ins Amt eingeführt, aber schlägt ja jetzt schon Pflöcke ein, sowohl beim Personal als auch bei seinen politischen Positionen. Die Ukraine steht schwer unter Druck. Das Thema Klimaschutz lässt uns nicht mehr los. Also die Wirtschaft überhaupt, ja, die Verunsicherung in Deutschland über den Kurs der Regierung, die ja nicht erst seit letzter Woche eingetreten ist, muss möglichst schnell beseitigt werden. Also Aufgaben ohne Ende, die auch kein Trödeln erlauben. Von daher ist verständlich, dass auch möglichst schnelle Wahlen gefordert worden sind. Andererseits trifft es auch zu, dass eine Bundestagswahl eine gewisse organisatorische Vorbereitung nötig hat. Und ich glaube, der 23. Februar ist ein guter Kompromiss, der sozusagen den Dingen auf der einen oder anderen Seite Rechnung trägt. Kann man denn eigentlich überhaupt so klar davon ausgehen, dass Scholz diese Vertrauensfrage verliert? Oder gibt es da irgendwo noch eine Restmöglichkeit, dass er vielleicht auch mit Stimmen, die er eigentlich gar nicht haben will, doch noch bleibt? Weil es wird schon immer so klar jetzt gesagt. Ja, das wäre eine verrückte Geschichte, wenn die AfD und die Linkspartei für ihm das Vertrauen aussprechen würden. Man weiß ja aus anderen Beispielen, dass die AfD zu allem möglichen wollten imstande ist. Aber ich glaube, bei der SPD und nicht nur bei der SPD wird auch schon überlegt, wie man sicherstellen kann, dass das nicht passiert. Okay. Gut, jetzt haben wir den Termin, da haben wir gerade drüber gesprochen. Das ist mitten im Winter. Das gab es einmal nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition 1982, da wurde im März des darauffolgenden Jahres neu gewählt. Also keine Marktplätze, Sonne für den Wahlkampf, eher Glühweinstände. Wie sehen Sie so eine Winterwahl? Naja, also in Hamburg wird ja auch im März, glaube ich, noch gewählt jetzt. Und in Hessen hatten wir auch schon mal einen Wahlkampf im Winter. Ganz neu ist das für die Republik nicht. Natürlich für die ganze Republik, aber ich glaube, die Wahlkämpfer müssen sich sowieso wärmer anziehen, in jeder Hinsicht. Ja. Insbesondere die Wahlkämpfer der Ampel, nach dem, was sie geliefert haben. Ja. Also darin sehe ich kein Problem. Also mir ist im Zweifelsfall vermutlich, ich würde mal annehmen, auch den meisten Deutschen ist ein kurzer, dann gerne auch knackiger, aber vor allem kurzer Wahlkampf lieber als eine endlose Wahlschlachten. Vor allem, weil die Positionen ja auch sehr deutlich schon zutage liegen der einzelnen Parteien. Wer jetzt noch nicht weiß, auch übrigens, ich fand auch die Debatte heute insofern ganz aufschlussreich im Bundestag. Wer jetzt noch nicht weiß, wofür die Parteien stehen, dem ist ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr zu helfen. Ja,
Das stimmt. Ja gut, ich meine, Sie sagen es schon, für die Ampelparteien wird das natürlich knüppelhart jetzt noch die nächsten Monate, ne? Nach dem Jahr, das hat Annalena Baerbock auch heute gesagt. Wahrscheinlich über Weihnachten, wenn wir eigentlich dachten, wir atmen alle nochmal durch. Für die wird das schon wenn es harte Monate. Das muss man auf alle Fälle immer sagen, weil ja auch gerne über Politiker gelästert wird. Ich muss schon sagen, jetzt unabhängig jetzt sozusagen von der politischen Leistung oder gar von der politischen Richtung, die Leute vertreten da in der Bundesliga, ganz zu schweigen von dem, was ein Kanzler zu leisten und auszuhalten hat, das verdient schon Respekt, ja, weil die nun wirklich atemlos von einem Termin zum anderen hetzen. Und dann ist es ja auch so, im Grunde, abgesehen vielleicht von einer kurzen Sommerpause, die es auch nicht mehr so richtig gibt, und dann vielleicht ein paar ruhigen Tagen rund um Weihnachten, gibt's ja keine Pausen mehr. Und man sieht es an diesem Beispiel auch gut. Ja, die haben ihre, normalerweise, also wenn sie ihre Ämter noch haben und auch noch nicht abgewählt sind, haben sie sozusagen Regierungsaufgaben zu erfüllen, also jedenfalls die in der Regierung, dann in den Wahlkampf zu gehen und dann sofort weiter mit entsprechender Regierungs- und Koalitionsbildung. Also das ist ein sehr atemloses Geschäft. Da muss man eine unglaubliche physische und psychische Konstitution haben. Mhm. Also Augen auf bei der Berufswahl. Ja, ist viel besser bei uns. Genau. Ja, wir Journalistinnen und Journalisten müssen ja immer erst hinterher wissen, was vorher besser gewesen wäre. Auch richtig, genau. Ja, jetzt haben wir den 23. Februar, das ist das große Datum. Was passiert denn bis dahin? Stillstand? Ja, viel wird nicht mehr passieren. Also es gibt ja ein paar Gesetzesvorhaben, die Mehrheiten finden könnten. Also zum Beispiel das Gesetz zum Ausgleich der kalten Progression passt zum Winter. Dem würde ja die FDP zustimmen, der Initiative zur Absicherung der Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts, die, glaube ich, sehr wichtig und richtig ist. Mhm. Findet sicher auch die Zustimmung der CDU-CSU. Aber viel mehr, glaube ich, darüber hinaus wird dann nicht mehr geschehen. Mhm. Merz hat ja heute in der Debatte mehrfach betont, dass die Regierung keine Mehrheit mehr hat und deutlich gemacht, dass Scholz auch nicht in der Position ist, von der Union Unterstützung zu verlangen. Sie haben hier von dieser Stelle aus keine Bedingungen zu stellen. Wir sind nicht der Auswechselspieler für Ihre auseinandergebrochene Regierung. So einfach ist der Befund. Geht dann aber doch was mit der Unterstützung der Union, meinen Sie? Ja, ich glaube also, dass die Position der Unionsparteien ist ja auch bisher in der Oppositionszeit gewesen, nicht auf total Opposition, auf Blockade zu schalten, sondern Dinge zu unterstützen, die ihnen inhaltlich richtig vorkommen. Wenn ich Merz heute richtig verstanden habe, will, glaube ich, die Union dann sozusagen auch Vorschläge machen zu Gesetzen, die zu verabschieden wären. Und dann müssen SPD und Grüne entscheiden, ob sie dem zustimmen wollen. Was klar ist, und das hat übrigens heute Herr Metzenich, glaube ich, auch gesagt, dieselben Probleme, ja, an denen die jetzige Regierung Scholz gescheitert ist und die Koalition gescheitert ist, werden natürlich in derselben Weise vielleicht sogar noch verschärft bis dorthin auch der nächsten Regierung zur Lösung vorlegen. Also auch einem Friedrich Merz. Auch ein Friedrich Merz und ist neulich bei uns in der Sonntagszeitung geschrieben, die gescheiterte Ampel hinterlässt ihren Nachfolgern, wer immer das ist, ein sehr, sehr schweres Erbe, das das Nachfolger nicht ausschlagen kann. Wie ist das denn jetzt, wo wir gerade bei Merz sind? Die Union strotzt vor Selbstbewusstsein, hat man heute auch wieder gesehen. Haben wir Friedrich Merz heute als neuen Kanzler gesehen? Also es ist schon sehr wahrscheinlich, also wenn man sich noch die Umfragen anschaut und die Verhältnisse anschaut, also ich wüsste jetzt nicht, welcher der anderen Kanzlerkandidaten eine größere Chance hat, als Friedrich Merz tatsächlich Kanzler zu werden. Aber wir haben schon alles erlebt. Also auch Scholz hat auf das Beispiel verwiesen, Schröder 2005, der wegen der Agenda 2010 eigentlich sehr in der Wählergunst verloren hat. Ich habe ihn selber damals auch auf mehreren Wahlkampfveranstaltungen mir angehört. In der Schlusskurve zur Wahl letztlich einen Wahlkampf gegen seine Agenda 2010 gemacht hat. Und damit, das war ja ziemlich knapp, beinahe noch die Wiederwahl geschafft hätte. Mhm. Man weiß auch nicht, was in der Welt passiert, was in der Ukraine passiert, zu welchen Ideen Trump kommt, wenn er im Amt ist und zu welchen Aktionen. Also ich glaube, die Union müsste gewarnt sein aus eigenem Erleben und der Vorgeschichte. Und ich nehme an, eben die größte Gefahr ist bei solchen Geschichten immer, dass alle glauben, die Wahl ist schon gewonnen. Und das ist die beste Voraussetzung, um sie zu verlieren.
Ja, das passt zu diesem Selbstbewusstsein, dieser Kraft und dieser ja auch sehr kämpferischen Rede. Also ich fand, er ist Scholz heute schon sehr, sehr scharf angegangen. Das, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Bundeskanzler, ist nicht von dieser Welt. Sie leben offensichtlich in Ihrem eigenen Kosmos, in Ihrer eigenen Welt. Sie haben nicht verstanden, was draußen im Lande im Augenblick geschieht. Und Ihre Regierungserklärung, Herr Bundeskanzler, das war ein letzter Beweis für die Folgerichtigkeit des Scheiterns Ihrer Regierung. Und so wie Sie auch versuchen, Zusammenhalt zu suggerieren und trotzdem und gleichzeitig das Land tief spalten, Sie spalten das Land, Herr Bundeskanzler. Schon harte Worte, oder? Ja, allerdings haben die beiden sich vorher auch noch nichts geschenkt, also auch noch zu den Zeiten, in denen Scholz noch eine Mehrheit hatte. Also auch damals hat Merz ja zu ihm gesagt, sie können es nicht, sie sind ein Klempner der Macht, und Scholz hat sich revanchiert. Wie gesagt, die beiden werden keine Männerfreunde mehr, das ist klar. Aber ansonsten geht das, glaube ich, in beiden Fällen einfach darum, dass wirklich das eigene Wählerpotenzial maximal zu mobilisieren, natürlich auch von anderen Parteien vielleicht noch ein paar Wähler zurückzuholen. Wenn er ihn so scharf kritisiert und so offen kritisiert und sie ja seit Jahren sich gegenseitig so kritisieren, mit wem soll denn die Union eigentlich koalieren? Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Naja, das ist eigentlich schon vordefiniert, wobei man sich fragen muss, wie klug das ist. Söder, der heute auch seine Jungfernrede im Bundestag hielt, hat ja Friedrich Merz eigentlich vorgegeben, dass er also nicht mit den Grünen koalieren dürfe. Das hat, glaube ich, auch vor allem natürlich innerbayerische Gründe, Mobilisierung auch des Wählerpotenzials für die CSU, weil die Grünen halt jedenfalls im bürgerlichen Lager inzwischen ziemlich unbeliebt sind. So, wer bleibt dann übrig? Dann bleibt im Grunde nur die SPD und die FDP. Bei der FDP ist es ungewiss, ob sie über die 5% kommt. Und wenn sie über die 5% kommt, dass für eine Zweierkoalition bzw. eine Dreierkoalition mit CDU und CSU reichen würde. Also für ein bürgerlich-liberales Bündnis. Und dann bliebe eigentlich nur noch die SPD. Und wie gesagt, so, wenn man genau hinhören wollte, auch heute und auch in den letzten Tagen, konnte man sowohl von Merz als auch insbesondere von Mützenich schon leichte, leise, großkoalitionäre Töne hören. Von Scholz aber nicht. Nein, ist ja klar. Für Scholz geht's um alles oder nichts. Also entweder er muss, um Kanzler zu bleiben, müsste die SPD stärkste Partei werden. Ja. Nur dann kann er den Anspruch erheben. Und wenn das nicht der Fall ist, wird Olaf Scholz aus der aktiven Politik ausscheiden, also vielleicht sein Bundestagsmandat. Naja gut, ich traue ihm alles zu, aber ich würde mal annehmen, dass er vielleicht sein Bundestagsmandat, wenn er es gewinnt, behält. Aber auf keinen Fall, das glaube ich, ist völlig unvorstellbar, würde ich erwarten, dass Scholz in eine Regierung Merz eintritt. Als Minister, ja. Ja. Wieso ist es denn überhaupt so selbstverständlich, dass Scholz wieder antritt als Kanzlerkandidat? Ist es jetzt einfach, weil keine Zeit bleibt, jemand anderen aufzustellen, oder? Naja, sag mal, aus der Sicht von Scholz, glaube ich, ist völlig klar, der will ja nicht als gescheiterter Bundeskanzler, also nach 3 Jahren als gescheiterter Bundeskanzler abtreten, dann würde er in der ewigen Kanzlerliste irgendwo zwischen Erhard und Kiesinger stehen. Selbst Schröder hätte dann ja länger regiert als er. Also das ist, glaube ich, so ein Grundthema an Selbstbewusstsein, und auch bei der Selbsteinschätzung hat es Herrn Scholz ja noch nie gefehlt. Also von daher, aus seiner Sicht ist das ganz klar, dass er das machen muss. Jetzt gibt es natürlich so vereinzelte Stimmen in der SPD, die sagen, ja, wir haben doch einen viel populäreren Kandidaten, nämlich Verteidigungsminister Pistorius. Der war auch interessant, dass der jetzt, als er danach gefragt wurde, gesagt hat, er habe keine Ambitionen, Kanzlerkandidat zu werden. Das heißt, er hat keine Ambitionen, aber er hat es auch nicht ausgeschlossen. Ah ja. So, aber da muss man schon auf die Zwischentöne achten. Genau, ne? Aber warum rechne ich nicht damit, dass es hier einen Kandidatenwechsel gibt? Also wir sehen ja auch im Fall Amerikas, dass auch ein später Favoritenwechsel nicht unbedingt zum Wahlsieg führen muss. Aber nein, der Hauptgrund ist, dass Pistorius für die SPD, insbesondere für die Mützenich-SPD, der ja heute auch nochmal sehr klar gemacht hat, wie er zum Thema Waffenlieferung Ukraine steht, dass Pistorius für diesen Flügel und für die Mehrheits-SPD nicht in Frage kommt. Warum ist er so populär in der Bevölkerung? Weil er ganz klar für eine starke Aufrüstung der Bundeswehr steht, weil er ohne Zögern und ohne Furcht vor der öffentlichen Reaktion davon gesprochen hat, dass wir kriegsfähig sein müssen. Aber das ist natürlich für die
um es jetzt mal zugespitzt zu sagen, für die Friedenstauben in der BD ist das kaum bis gar nicht erträglich. Also würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn die SPD jetzt hier noch die Pferde wechselt mit einem Rennen. Und wie gesagt, vor allem mal, dass Pistorius einfach für einen großen Teil der SPD nicht als Kanzler akzeptabel wäre. Letzte Chance sozusagen für Scholz. Und da können wir eigentlich auch gleich auf Lindner nochmal übergehen. Der bleibt ja auch Spitzenkandidat, tritt nochmal an. Gilt für ihn ja eigentlich das Gleiche fast wie für Scholz, ne? Letzte Chance, oder? Naja, er hat ja gesagt, er will wieder Finanzminister werden. Ja? Also so gesehen macht er jetzt für 3 Monate ein Sabbatical, wenn sein Plan aufgeht. Okay. Hat er auch heute gesagt, eine Entlassung kann auch eine Befreiung sein. Ja. Ganz interessant, also das haben wir von ganz vielen Ampelianern gehört, dass sie... Meint der Lindner das wirklich so? Oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass er sich allzu große Hoffnungen macht, dass der Plan aufgeht. Mhm. Aber klar, der versucht auch, also der wird nicht wie Westerwelle jetzt mit der Zahl 18 auf den Schuhsohlen durch die Gegend laufen. Ja. Aber ich glaube schon, dass er darauf hofft, dass der Platzen der Koalition, dass das der FDP hilft. Und ja, vielleicht sozusagen ihr Prozente verschafft, die sie zurück in die Regierung bringen. Und ich weiß nicht, was Merz oder was, ich glaube Merz war es, der gesagt hat, er könnte sich einen Finanzminister Lindner vorstellen. So, aber Herr Lindner ist ja noch vergleichsweise jung. Wenn das nicht klappt, würde mich nicht wundern, wenn er sozusagen dann irgendwo eine andere Funktion außerhalb der Politik finden würde. Mhm. Aber immerhin hat er den Rekord schon geknackt und ist jetzt schon länger FDP-Vorsitzender als Hans-Dietrich Genscher. Und das will was heißen. Ja, bleiben am Ende noch die Grünen, über die wir noch mal kurz sprechen müssen. Da war komplett volles Haus, aber einer fehlte. Und das war Robert Habeck. Was war da los? Warum war der nicht da? Ja, weil das Regierungsflugzeug, das neue Regierungsflugzeug gestreikt hat. Das hat Söder natürlich gleich genutzt, um einen billigen Witz zu machen. Ist natürlich schade. Ich habe das Gefühl, dass die Grünen eigentlich, also von den dreien, SPD, FDP und Grünen, dass die Grünen eigentlich die sind, die am traurigsten waren, irgendwie auch nicht so richtig gewusst haben, wie ihnen geschieht, ja, dass die anderen beiden sich dann so zerlegen. Also wie hat Habeck gesagt, an dem Abend, also irgendwie noch sichtlich unter Schock stehend, das fühlt sich jetzt nicht richtig an. Ja. Ich habe gedacht, gleich, naja, also jedenfalls, aber die Grünen haben natürlich auch eine gute Chance, oder glaube ich, rechnen auch damit, hoffen jedenfalls darauf, in der Koalition, also in der nächsten Koalition und dann auch Regierung zu bleiben. Denn was macht denn die Union und was macht denn dann auch der Herr Söder? Nehmen wir mal an, die Grünen stehen prozentual vor der, oder kommen auf ein Ergebnis vor der SPD. Die FDP ist nicht drin und also und dann bliebe auch der Union nichts anderes übrig, als mit den Grünen zu regieren. Mhm. Ich bin sicher, dass sich die Grünen dann dieser vaterländischen Pflicht nicht entziehen würden. Ich fand es übrigens heute ganz nett, als Frau Baerbock, die ja den flugunfähigen Habeck vertreten musste, so deutsche Tugenden gelobt hat und auch noch gesagt hat, konservative Tugenden wie Fleiß und Anstand und Rückgrat. Ja. Da sieht man, dass die Grünen auf ihrem langen Marsch durch die Institutionen ja nun doch in diesem Stahl angekommen sind. Und auch da sollten wir uns an alte Tugenden erinnern. Konservative Tugenden, wenn ich mich richtig erinnere. Anstand, Rückgrat, Verantwortung, die über den Tag hinausgeht. Am Wochenende ist ja der Parteitag der Grünen. Welche Rolle bekommt denn Annalena Baerbock dann eigentlich? Wissen wir das? Nee, weiß ich nicht. Ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube, sie hat, wenn man sie fragen würde, ob sie Ambitionen hat, das weiterzumachen als Ministerin, was sie gerade macht, dann müsste sie die, glaube ich, ziemlich klar bejahen. Ja, welche Rolle sie in der Partei weiterspielt, wird man sehen. Also das Bündnis Robert Habeck ist ja sozusagen schon ausgerufen. Ja. Hängt dann sicher auch natürlich davon ab, wie die Partei dann in der Bundestagswahl abschneidet. Aber Habeck will wirklich Kanzler werden, ne? Die Ambition hat er. Naja, ich glaube, also auch, ich sage auch der, glaube ich, also so realistisch ist er sicherlich. Rechnet er nicht damit, dass der schlimmste Fall eintritt, dass er Kanzler werden muss. Aber naja, er ist eben Spitzenkandidat, ja, und er wollte, glaube ich, da auch einfach deutlich machen, dass er sich das Amt politisch zutraut, hat ja auch auf seine Erfahrung verwiesen, auch als Landesminister vorher. Andere denken dann immer dran, dass Herrn Merz vorgeworfen wird, er hat ja überhaupt noch kein Regierungsamt gehabt. Also von daher, wie gesagt, glaube ich, sollte das Signal sein. Mich hat das erinnert, als er sagte, ja gut, also wenn Sie wollen, dann mache ich auch Kanzler. Mich hat das erinnert an eine Aussage von Joschka, also von Josef Fischer, der
dem es ja auch nicht an Selbstbewusstsein mangelte, aber der mal gesagt hat, das Kanzleramt, also das Amt des Kanzlers, befindet sich in der politischen Todeszone. Also in der Zone auf den ganz hohen Bergen, wo der Sauerstoffgehalt so gering ist, dass man schnell wieder runter muss oder eben was Sauerstoff braucht. Also, und wohlgemerkt, das hat einer wie Joschka Fischer gesagt. Aber ich glaube, jedenfalls ist einer der Sätze, wo ich mir gedacht habe, da hat er recht. Da ganz am Schluss müssen wir noch einmal über Markus Söder sprechen. Markus Söder ist aufgetreten im Bundestag. Warum war er eigentlich da? Ich glaube, der ursprüngliche Plan war, die Unionsparteien im März, die haben damit gerechnet, dass Scholz weiter immer noch widerspenstig ist, was den Wahltermin angeht und dann auch den Termin der Vertrauensfrage. Okay. So ist mir das eben was auch zugetragen worden. Merz und Söder wollten Scholz dann in die tödliche Zange nehmen bei der Gelegenheit. Also irgendwas hat dann, dachte die Union, wir fahren alles auf, was wir haben. Mhm. Auch das ganz große Geschütz aus Bayern. Und ja, das konnte man natürlich nicht mehr abbestellen. Söder, ja, weiß gar nicht, wie Söder darauf reagiert hat, innerlich reagiert hat auf den Bruch der Koalition. Jedenfalls hat er jetzt auch natürlich jetzt gar keine Gelegenheit oder nicht mehr viel, also eigentlich gar keine Gelegenheit mehr zu Schmutzeleien gegenüber dem eigenen Kanzlerkandidaten. Und das hat er jetzt, glaube ich, im Bundestag auch klar gemacht, als er vom Bundeskanzler Friedrich Merz sprach, weil auch in der eigenen Partei, also in der CSU, gab es ja schon deutliche Stimmen von Leuten, die gesagt haben, Markus, das kannst du nicht normal machen. Also das, was du mit Laschet gemacht hast. Und übrigens hat ihm wohl auch Merz gesagt, das, was du mit Laschet gemacht hast, machst du nicht mit mir. Mhm. Also das scheint geklärt zu sein. Und dann hat also ein Söder jetzt sich sozusagen hingestellt und gesagt, also ja, ich stehe ihm bei. Und das war, glaube ich, auch einer der Zwecke dieser Jungfernrede im Deutschen Bundestag. Okay. Ja, da haben wir auch nochmal unseren Korrespondenten Timo Frasch zu befragt, der ja den Söder auch eng begleitet. Das hören wir gleich noch. Ja, Herr Kohler, vielleicht noch ein Abschlussstatement sozusagen zu dem heutigen Tag. Was würden Sie sagen? Naja, da fällt mir eigentlich, also kann man irgendwas besser sagen als der Bundespräsident? Und als er die Entlassungsurkunden den FDP-Ministern, die gegangen sind, ausgehändigt hat, hat er gesagt, das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt. Und das stimmt in jeder Hinsicht, in doppelter Hinsicht, weil die Welt geht nicht unter, weil wir hier nur einen Koalitions- und wahrscheinlich Regierungswechsel haben werden. Das gab es auch früher in der Geschichte der Bundesrepublik schon auch nach Vertrauensfragen zweimal. Mhm. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Wir haben ein sehr stabiles, immer noch sehr stabiles politisches System. Die andere Komponente allerdings aus diesem Satz, das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt, ist die Mahnung, die Welt wartet auch nicht drauf, dass wir endlich unsere politischen Probleme gelöst und sortiert haben. Also es besteht schon Handlungsdruck, aber darf ich sagen, wir schaffen das. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Kohler. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich habe es angekündigt. Zum Schluss schalten wir einmal kurz zu unserem Bayern-Korrespondenten Timo Frasch, der sich die Rede von Markus Söder, diese, erste Rede von ihm im Bundestag, auch einmal angeschaut hat und der Söder so gut kennt, dass wir von ihm mal hören wollten, wie er das Ganze gesehen hat. Hallo Timo. Hallo, servus, Grüße aus München. Timo, was denkst du? Merz hat gerufen, Söder ist nach Berlin gefahren. Ist er gerne nach Berlin gefahren und im Bundestag aufgetreten oder war es so ein bisschen mit der geballten Faust? Ich denke, Söder hat sich da gerne bitten lassen. Er ist noch nie im Bundestag aufgetreten und die Berliner Bühne glaubt er ja sowieso, sei auch seine. Und an der Art, wie er sie heute bespielt hat, hat man schon gesehen, dass es ihm ganz offensichtlich Spaß gemacht hat. Was ich heute gehört habe, ist totaler Realitätsverlust. Ein Bundeskanzler, der sich nur noch lobt. Eine Außenministerin, die uns erklären will, wie das Leben von Busfahrern ist. Es ist nichts anders als eine rot-grüne Seifenblase, die zerplatzt ist. Sie haben das Land in die Sackgasse geführt und Sie müssen auch die Verantwortung dafür übernehmen. Ja, er scheint sich wohl zu fühlen, der Herr Söder. Also hat er doch eher Berliner Ambitionen, obwohl ihm doch Bayern so wichtig ist?
Ja, also als bayerischer Ministerpräsident und als Markus Söder glaubt er natürlich generell, dass er sozusagen Ambitionen haben muss und darf, die das ganze Land betreffen. Ja, inwieweit sich das jetzt positionell dann materialisieren könnte, das wird man sehen. Im Moment, glaube ich, spricht mehr dafür, dass er seine Macht als Ministerpräsident und CSU-Vorsitzenden im Koalitionsausschuss voll ausspielt. Aber wir werden sehen, vielleicht hat er ja in seinem Köpfchen, in das man ja nicht reingucken kann und wo ja immer mal wieder interessante Dinge vorgehen, vielleicht ja noch ganz andere Ideen. Du hast ihn ja jetzt auch eng begleitet, seit er seine Position als Unterstützer da angenommen hat. Wie ist das? Fügt er sich in diese Rolle als Unterstützer? Also nach außen hin, das hat er heute im Bundestag auch wieder unter Beweis gestellt, fügt er sich sehr in diese Rolle oder was heißt fügen? Ein Söder fügt sich jetzt nicht unbedingt in etwas, sondern er erfüllt diese Rolle gut aus. Natürlich wird bei ihm immer so ein gewisser Gram vielleicht dann doch irgendwie zurückbleiben. Nach außen hin jedenfalls würde ich sagen, hat er die Rolle angenommen und ich würde sogar sagen, er fühlt sich im Moment auch irgendwie ganz wohl damit in der Union dafür, dass er das jetzt akzeptiert, gemocht zu werden. Söder ist ja immer einer, der irgendwie einerseits ganz gerne aneckt, andererseits aber doch eine gewisse Sehnsucht hat, geliebt zu werden. Mhm. Okay. Also hat er die Botschaft auch hinterlassen, die er hinterlassen sollte heute? Ja, also zumindest die Botschaft auch, glaube ich, die er hinterlassen wollte. Anders als Merz ist er natürlich wieder gleich direkt auf die Grünen draufgegangen, insbesondere auf Robert Habeck, dem er direkt den Rücktritt nahegelegen hat, verbunden direkt noch mit einem kleinen Seitenhieb an seinen Lieblingsunionisten, also Nicht-Lieblingsunionisten Daniel Günther, den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, der ja da offenbar ganz gerne mit den Grünen regiert. Und Söder hat dann gemeint, ja, er könne ja so quasi Habeck dann gerne zu sich nach Schleswig-Holstein zurücknehmen. Er bleibt also sozusagen bei dieser Ablehnung der Grünen. Er weiß ja damit nicht dem Merz sozusagen Bärendienst, indem er immer noch die Grünen als Koalitionspartner letztlich ausschließt? Ja, also das wird man sehen. Ich glaube schon, dass es die Optionen bei möglichen Koalitionsverhandlungen einengt, ja, wenn am Schluss realistischerweise eigentlich fast nur noch die SPD übrig bleibt. Söder hat ja schon diverse andere Einschränkungen auch vorgenommen. Sein Kalkül ist natürlich, die Stimmen der CSU und der Union absolut zu maximieren. Jedes Wackeln in Richtung Grüne, glaubt er, könnte dann von anderen Parteien genutzt werden, um Stimmen von der Union abzuziehen, also zum Beispiel von den Freien Wählern oder von der AfD. Und er glaubt, je mehr Stimmen die Union am Ende auf sich vereinigen könne, desto stärker sei auch ihre Position in wahrscheinlichen Koalitionsverhandlungen. Muss man sehen. Ich halte es jedenfalls für ein ziemlich riskantes Spiel, was er da treibt. Und da die Wahl ja jetzt nur noch ein paar Monate weg ist, glaube ich, sind die Möglichkeiten, dass er von dieser absoluten Ablehnung der Grünen nochmal abrückt, auch eigentlich nicht mehr gegeben. Timo, vielen Dank für deine Einschätzung aus München. Sehr gerne. Schöne Grüße nach Frankfurt. Auf bald. Also, der Wahlkampf ist eröffnet und wir schauen auf einen turbulenten Winter, harte Monate rund um die Weihnachtszeit. Die neue Regierung, wie immer sie aussieht, wird einen schweren Job haben, unser Land aus der Krise und wieder auf den Wachstumspfad zu bringen. Das zeigt auch die neueste Prognose der Wirtschaftsweisen, die nur mit einem geringen Wachstum von 0,4% im nächsten Jahr rechnen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle trotzdem einen schönen Abend, bedanke mich fürs Zuhören und bei meinen Kollegen Michael Götz, Matthias Hartmann, Kevin Gremmel und Andreas Krobock für die Unterstützung. Machen Sie es gut.